Eigentlich sieht die Bewegung gar nicht so schlecht aus, die wir aktuell vom amerikanischen Markt haben. Nach dem Feiertag gestern, der nicht so negativ aussah. Schaut euch das mal an. Der 18., also gestern, von nachts, also ganz früh, früh, früh morgens, dann am Vormittag, dann im Laufe des Nachmittags und in der Nacht insbesondere ging dann die Bewegung nochmal deutlich nach oben. Also, wir haben zumindest mal, wenn wir uns dieses Teilstück angucken, hier ein sehr deutliches Bild. Wir sehen das hier im Stundenchart. Hey, das ist doch alles gar nicht so schlecht. Tatsächlich aktuell der Markt sogar etwas schwach, aber wie ich schon andeute, etwas schwach. Und das wiederum gibt eine ganz gute Chance, dass das nach oben noch gar kein Ende sein muss. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass dieses Teilstück zumindest ja ganz gut aussieht und das eigentlich so ein bisschen ABC-Ambitionen hat. Dann müsste es hier aber dynamisch hochgehen und voilà, tatsächlich sehr dynamisch das Ganze da nach oben gegangen und hier hinten so ein bisschen ABC. Ich habe es jetzt ein bisschen überdeckend gemalt, aber ihr könnt das sicherlich nachvollziehen. Wir sehen also, das übergeordnete Bild würde suggerieren, wenn wir hier drüber nochmal drüber steigen, dass der Markt sogar eine realistische Chance hier nach oben hat. Das trade ich nicht so gerne, wenn das kein echtes Tief ist. Und der Markt kam ja tatsächlich von unten. Wir sehen das hier nochmal. Warum handle ich das nicht so gerne? Ich mag doch eigentlich immer gerne, das, was vorne ist, kommt hinten nochmal. Das gilt natürlich nur, wenn das die erste Bewegungswelle ist, das hier die zweite Bewegungswelle. Aber das können wir ja nicht voraussetzen, wenn der Markt schon ein paar Mal gelaufen ist und schon ein paar Korrekturen hinter sich hat. Da weiß ich nicht, ob das die erste ist, also die erste Korrektur, die hier ist und ob dann eben die 1 zu 1 Projektion nochmal gilt. Nichtsdestotrotz wäre ein Bruch über diese Marke natürlich trotzdem noch für steigende Kurse gültig als Idee, aber ihr könnt euch schon ausmalen, wenn wir nicht genau wissen, wie viel höher wir da drüber steigen, dann ist das mit der Chance-Risikorelation natürlich doof. Das soll uns aber gar nicht stören, denn eine Bewegung wie diese hier, die bietet ja entsprechende Chancen, dass das hier eine Schubbewegung ist, das hier eine Korrektur ist und wir dann zumindest mal diese Strecke hier nach oben nochmal gehen können. Dafür spricht eigentlich ganz viel, weil der Markt doch hier ein echtes Tief hat. Wieso ist das ein echtes Tief? Der kam doch von unten, hat er gesagt. Das ist richtig, aber gemessen an diesem Anstieg, den wir hier haben, also ungefähr von da bis da, kam die Bewegung von oben. Ihr seht, eigentlich gar nicht so schwer. Und dann hätten wir hier quasi die erste Bewegung, aktuell die Korrektur und hier quasi die dritte. Und die wiederum kann man doch schön handeln, wenn der Kurs hier drüber hinausgeht sozusagen. Und dann muss man auch nicht unbedingt bei der 1 zu 1 Projektion Gewinne mitnehmen, denn das Niveau triggert ja sogar schon den nächsten. Wir können dann sagen, na, auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen höher oder sogar weiter laufen lassen. Ihr seht, das Ganze ist ein bisschen vertrackt, bietet aber viele, viele Chancen und Möglichkeiten. Deshalb mein Hinweis hier zur aktuellen Situation beim Nasdaq Future. Schaut euch das Ganze natürlich selber mal an oder wenn ihr könnt und wollt, natürlich im Born for Trading live. Ansonsten kann ich euch natürlich nur empfehlen, achtet ein wenig drauf, was der Markt uns da aktuell bringt. In diesem Sinne, euch alles Gute und ganz liebe Grüße.